Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zum nächsten Part von Let's Play Tales of Graces F. Ja, in der letzten Folge haben wir in Barona unseren Vater und Hubert wiedergefunden. Und Richard hat, um uns unseren Tag noch zu verschönern, versprochen, dass wir ins Schloss gehen können. Aber da können wir nur rein, indem wir in einen bestimmten Geheimgang reingehen. Und jetzt habe ich uns aus den Augen verloren. Ach, da bin ich ja. Habt ihr das gewusst? Boah. Ja, wir sind jetzt hier in den Geheimgang, der zum Schloss führen soll. Und mal gucken, wo genau der uns denn hinführt. Und die Rache ist mein. Es gibt. Look, the gap between the door and the wall is packed full of dirt. The door won't open because it hasn't been used in a long time. This stupid door is really pissing me off. I won't let it beat me. How can you win or lose to a door? We need a grown-up to open it. I want to open it and see what's on the other side. If I have to ask a grown-up, it's like I lost. Who cares about the stupid door? Let's just hurry up and see Richard. I will smash you open one day. Never forget this. I don't believe this. He just vowed revenge against a door. Warum nicht? Kann man sie wirklich nicht öffnen? Mist, bewegt sich nicht. Mist, bewegt sich nicht. Ach ja, man kann übrigens auch die Charaktere wechseln. Habe ich noch gar nicht erwähnt. Wenn man hier ins Menü geht und auf Dreieck geht, dann kann man Charaktere wechseln. Es bringt nichts, es bewegt sich nicht. So, wie wäre es denn damit, wenn wir Sophie mal auswählen? Okay. Aber erstmal laufen wir mit Espel rum. Und jetzt kommt. Nein! Schon wieder diese Viecher. Wir erinnern uns im letzten Part, die Viecher haben gelernt. So, ich glaube, jetzt machen wir mal den gleichen Schritt. Und er geht auf jemand anderen los. Was zum? Also kann das ja auch nichts werden, Mann. Boah. Wir müssen schon ein bisschen zusammenarbeiten. Wir sind doch noch Kinder, Mann. Nur in der Überzahl sind wir stark und hast auch nicht zu ignorieren. Komm her. Na gut. Boah, wir ziehen aber auch wenig ab gegen die Kicken. Und Sophie macht einfach nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Die hat einfach keine Lust zu kämpfen. Aber ich sehe ja Level 8, Mann. Oder 9, weiß er nicht. Jedenfalls bestimmt doppelt so hohes Level wie wir. Sie wird auch viel mehr Schaden machen, wenn ich. Oh mein Gott. Wir müssen dann eben die Kinder regeln. Aber okay, so viel älter hat sie sich ja auch nicht eingeschätzt. 14, vielleicht ist erst 11. Über 10, glaube ich. Mal gucken. Und Kernstoffhalten, gut. Aber der Rest interessiert uns im Moment nicht. So, was haben wir hier? Truhe. Hier, da ist eine Glaskugel drin. Danke, 500 Gold. Brauche ich jetzt nicht. Was haben wir hier? Verdammtes Monster. Na gut. Oh Gott, gehst du weg. So viel kannst du auch ruhig zurückschlagen, wenn du willst. Oh Gott. Mann, war das jetzt nötig? Mein Herr. Du blödes Viech. So. Wir einfach den Angriff abwehren. Besser. Boah, zieh doch auch wenig ab, Mann. Was ist das? Aber bis jetzt haben wir noch keinen Kampf verloren. Kann aber noch alles passieren. Weil jetzt sieht im ersten Blick der Tilt auf Kampfsystem sich sehr einfach aus. Er ist einfach so, als würde man dauerhaft auf den Gegner kloppen, aber wenn man selber Schaden bekommt, dann ist das immer heftig. Das ist meine Erfahrung mit dem Tilt auf Kampfsystem. Mit dem Linear Motion Battle System. Und das hier ist irgendwie das Linear Motion Style Shift Battle System oder was weiß ich. Apfelgummi, geil. Und das ist natürlich ein bisschen heftiger, sag ich mal. Schadensmäßig weiß ich zwar nicht, aber egal. Ich habe noch kein neu modernes Tales of Spiel gespielt, deswegen weiß ich nicht, wie sich das entwickelt hat. Ich
kann jetzt nur von Tales of the Abyss. Nee, Tales of Symphonia 2, das war das Neueste, was ich gespielt habe. Wo ich mal gucken werde, was jetzt Zillia wird. Was ich mir natürlich auch holen werde. Beziehungsweise von geholt habe. Hauptstadt, hallo. Wenn schon, denn schon. Bah, Mann. Hat die Zillia-Maus mir auch so viel abgezogen, der Scheißviech? Na? Komm schon. Wenigstens sind wir dann gut gerüstet. Meine, die Viecher geben verdammt viel FP und Erfahrungspunkte, wenn ich geschaut habe. Wenn das nicht stimmt, dann habe ich falsch geschaut. Oh. So. Die blaue Aura nicht mehr voll, danke. Ich müsste halt die Abwehr brechen, ja. Jemand hat Verteidigung dazu bekommen, das ist schon mal gut. Ja. Wollte ich jetzt lang hier lang oder? Da wird sich wahrscheinlich auch nicht bewegen. Und hier ist eine Truhe. Trank des Lebens. Geil, wozu habe ich mir den Hals gekauft? Ah, egal. So. Was haben wir noch hier alles? Eine kitzlige Situation. Asbel? Is it really okay to come in here like this? Nein. Hey! Stop hiding behind me, Hubert! I'm just as scared as you are! But... Asbel... What's that? What is what? Knock it off, Asbel! No, look! It's... right... behind you! Or not! I totally fooled you guys! That is not funny, Asbel! Hubert, can you stand? Oh... I... Did you just... pee? Don't worry. Hui. I won't tell anyone this happened again. Really? Wait, what do you mean again? What did Asbel tell you? Was er unten im Text schon, was zum Teufel hat der Asbel gesagt? Na gut. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sowas nicht hätte kommen gesehen, dass jemand sowas mal passiert, aber naja. This place is dangerous. It's not safe to be here. Was soll ich sagen? Du bei Fledermäuse. So wieder. Asbel, look! Huh? What the heck? I... Ah. Okay. Can be strong. Okay, ich habe ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Oh nein! Das Viech kann zaubern. Ach du Scheiße! Willst du mich verarschen? Was? Ey, hast du sie noch alle? Was? Hä? Ey, die... Was? Was soll ich denn dagegen machen? Sag mal, hast du sie noch alle? Habt ihr gesehen, was der gemacht hat? Der setzt hier voll die hohen Zauber ein. Was soll ich denn dagegen machen? Ja, als ob das nicht noch schlimm genug wäre, kommen nur die kleinen Fledermäuse. So. Ja, die wieder zu leben, beleben, das bringt doch gar nichts. Kommt ein Zauber von dem und die sind tot. Oh. Sophie ist die einzige, die hier was ausfällt. Boah, leck mich an. Oh. Ey, warum sind die Bosse so stark? Ich spiele nur auch schwer. Gibt dann noch zwei, drei Schwierigkeitsgrade höher, wenn ich mich irre. Warum sind denn die Bosse jetzt schon so stark? Jin hat auch Zauber eingesetzt. Das habe ich auch vorher noch nie gesehen. Boah. Warum hat sie genau so wenig SK? So. Ja, das Viech ist weg. Jetzt beleben wir die anderen wieder. So. Einmal bitte wechseln. So, und du belebst erstmal wieder.
Da! Oh, nee. Nein, Jubel. Lass dich erstmal hochheilen. So. Oh mein Gott. Nee. Nein! Nein, 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 nein! Nein, ich will auch jubeln. Alter! Oh, das fand ich jetzt aber nicht so schön. Mann. So. Oh, warte, ich stirb. Blöd. Ja. Espel hat wieder vom Boden ausgeholfen. Oh Gott. Kann er nur schön werden. Ach, verdammter Stuhl. Getting closer. Asbel, it's not safe here. We need to leave right away. There's nothing to worry about. We already took out the monsters. Asbel, look! There's somebody over there! Hey, wait a minute. Isn't that... Asbel, don't go over there! Richard, are you okay? Hey, Richard! Oh dear, what do we do now? Why did this have to happen to him? Seria, Hubert, look out! Hui. Hui. Seria, Hubert! Das sah extrem schmerzhaft aus. What the heck is that thing? Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, aber was genau sie machen wird, das werden wir erst im nächsten Part sehen. Weil jetzt ist, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt, einen Schnitt zu machen, weil die Szenen, die jetzt kommen, die werden ein bisschen lang sein. Ja. Ziemlich heftiges Zeug, was passiert ist. Aber wird wahrscheinlich noch heftiger. Werden wir sehen. Keine Ahnung. Ich habe das Spiel ja schon zweimal gespielt. Ich habe ja keine Ahnung. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part. Hoffe ich doch. Ciao. Bye bye. Seid gespannt.